So, ja. Will ich mal ganz oh, kurz super. Da oben. Was ist denn Schön. das da oben? Was ist denn das da oben? Auf dem Felsen, siehst du das? Sieht aus wie ein Haus, was auf dem Felsen gebaut ist. Also ich habe gerade im Fernglas mal hochgeguckt, das ist tatsächlich eine Hausruine irgendwas. Da oben. Ich weiß nicht, ob das... was das für eine Bedeutung hat. Da ist so eine Mauer, ne? Eine Mauer? Sind das nicht richtige Wände, richtige Wohnwände? Sieht mir aus wie eine Tür und Fenster. Ist so eine Mauer. So eine Mauer, ja. Keine Ahnung, da hoch habe ich jetzt keinen Bock zu kriechen, ehrlich gesagt. So was kann man sich alles mal anschauen, wenn man ein Auto hat. Da kann man mal kurz einen Abstecher dahin machen. Können wir mit dem Auto den Berg hochfahren? Ja. Das stimmt. Oder mit dem Heli. Von hinten rum. Wenn wir ein Auto haben, wir müssten quasi auch Schlüssel machen und so. Und das wurde schon tausendmal in die Kommentare geschrieben, wie das geht und wie man das macht. Und ich merke es mir einfach nicht. Ich lese mir das durch, denke mir so, wisst ihr immer beim Frühstücken meistens? Schön mit Käffchen und Müsli. Dann lese ich mir das so durch und denke mir so, auf jeden, ja, stimmt, ja. Mh. Und dann nehmen wir erst eine Woche später auf. Das ist kacke. Das tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die uns immer Tipps geben. Zum Beispiel Frank, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Frankie Meyer oder Frank E. Meyer oder Frank E. Meyer. Der schreibt ja ganz, ganz viel vor allem. Und ja, hinterher fragen wir uns in dem Video, wie wir das und das machen. Dabei hat er schon 20 Mal reingeschrieben. Das ist nicht, wir ignorieren dich nicht, sondern es ist einfach zu lange her, was wir lesen und dann, wenn wir spielen. Ja, wenn wir es dann spielen, haben wir ja die Sachen schon meist schon gar nicht mehr, bitte. Ja, und das außerdem. Auto. Wir kommen meistens gar nicht, auch nicht so weit. Und wenn wir an der Stelle sind, wissen wir es nicht mehr. Hier ist ein totes Tier, guck mal. Kann er mal just for fun einfach, wenn es schon mal hier so repräsentativ rumliegt. Schaut. Vier Meets. 1, 2, 3, 4. Damit können wir uns mal ein bisschen Blut bei Gelegenheit da mal holen, wenn wir mal wieder ein bisschen was verlieren. Ich zum Beispiel habe nur hab 10.000. Da könnte ich mal ein Stück essen. Ja, die Missis hier oben, die kommen auch nach und nach. Also, das ist ein. Warte mal, ich wollte ganz schnell gucken, ob ich Streichhölzer, hast du Streichhölzer? Ja, ich glaube, hatte ich. Gut. Ganz schnell mit der Mission oben, ist ein bisschen wie bei Arma 2. Gut, ich auch nicht. Ist ein bisschen wie bei Arma 2 oder Arma generell bei Wasteland. Ist ja auch so, leider sind wir sehr, 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 sehr unmobil und unflexibel. Und können die Mission leider erstmal nicht verfolgen. Später ja, ganz oben ist da auch was gebaut, ne? Das meinte ganz ich ja oben. Da oben auf dem Felsen. Achso, nee, ich habe vorhin noch auf dem anderen Felsstück habe ich noch so eine Mauer entdeckt. Achso, nee, ich meine das. Da hat einer eine Basis oder sowas drauf gebaut wahrscheinlich. So wie das ich aussieht. Weiß nicht, ob das vom Server ist oder ob das echt jemand so gebaut hat. Wollen wir mal hoch? Wollen wir mal gucken? Ah, na komm. Gut, wo bist du denn? Ich habe oben verloren. Ich laufe jetzt über die Straße. Ach da. Kommen wir hier geradezu hoch? Können wir da so zwischen den Felsen lang schlingeln oder geht das gar nicht? Ja, sollte man. Sollen wir mal probieren, mal sehen, ob wir uns alles jetzt brechen und übelst abstürzen. Ja, ich habe ein bisschen Morphin mit. Ich auch. Ein bisschen, ich habe dreimal oder viermal mit. Und hast du den Kindern was gegeben? Haben die bei dir klingeln? Bei zu Halloween jetzt? Nee, ich war ja gestern Abendbrot essen. Achso, warst nicht da. Und da waren die schon alle da und war keiner mehr da dann. Okay. Und wir dann halb acht um acht wieder zu Hause waren. Hm. Noch einen Film geguckt. Ja. Weiß gar nicht, das kann ich hier gar nicht sagen, was ich geguckt habe. Einen Film geguckt? Wieso nicht? Animationsfilm, ja. Epic habe ich geguckt. Achso. Aber ganz toll eigentlich. Ja. Jetzt war straff auf der 30, aber sowas finde ich geil. Ja, warum nicht? Klar. Ich meine, mittlerweile, glaube ich, ist das gar nicht mehr so, dass man bestimmte Arten von Filmen oder Spielen so altersbedingt, weißt du, dass man das so eingrenzen kann oder einkategorisieren kann. Gibt halt, es gibt Pokémon, ja, dann musst du dann Pokémon. Nur in den Kommentaren unten sehen, haha, der guckt Epic, haha. Boom, wie willst du das Weichei? Ich guck SpongeBob manchmal, wenn ich zufällig reinseppe. Ja, SpongeBob, das gucken auch 50-Jährige. Ja. Wo ich immer nicht verstehe, was man daran hat. Also, das mag ich überhaupt nicht. Bleib da mal wie ein bisschen hängen. Nein! Okay, no message, we're safe! Scheiße, wir sehen uns gleich wieder. Server down, was weiß ich, bis gleich. So, der Server geht wieder. Direkt ausgefallen ist er nicht, der hatte wohl bloß einen Leck. Oh, ich hab Pain, ich hab Schmerzen. Bumm läuft hier ja irgendwie auf der Stelle die ganze Zeit rum, aber du hast ja ein Disconnect jetzt, ne?
Ja, genau. Ja. Das heißt, er läuft nicht wirklich hier lang. Maus? Hier. Take Painkiller. Hallo! Warten wir mal kurz auf den jungen Mann. Und... Was ist das für ein Gebäude? Ich glaube nicht, dass das jemand platziert hat. Das ist auf so einem Felsen. Das ist doch... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich denke mal, das ist irgendwie eingefügt worden oder sowas. Bestimmt eine Basis gebaut. Ganz gemütlich. Oder können wir von hier mal ein bisschen die Lage begutachten? Ob hier irgendwo was rumrennt? Aber das ist aber Epoch eigentlich nicht Sinn und Zweck, hier um rumzuliegen und dann Leute abzuknallen, die an der Küste langlaufen. Hier ist ja wirklich Handel, Verkauf, reich werden und durch den Zauber Restart alles verlieren. So typisches Desert halt. So. Okay, mal ganz kurz hier Rucksackmanagement machen. Hier habe ich einen Reifen. Kann ich den reinpacken? Kann ich. Ich habe gerade mal 60,55 Kilo. Also, ja, sind wahrscheinlich keine Kilo, aber ich habe hier noch einen Platz, Mensch. Das rein, Pfund, das amerikanische Pfund. Aus dem Rucksack nehmen wir uns mal einmal Essen, einmal Morphin, einmal Painkiller, einmal Trinken. Das soll es eigentlich gewesen sein erstmal, dass wir alles einmal ein bisschen haben. Naja. Ja. Einmal Koks, einmal Hanf. Ja, richtig. Sehr wichtig. Rohes Fleisch haben wir auch. Schade, ich könnte das Rico, unser kleiner Drogendealer. No, so sieht's aus. Ich könnte es ja mal wenigstens braten, aber ich habe halt kein Feuerzeug, keine Streichhölzer. Schade, schade. Kannst du anders Feuer machen? Nimmst du so ein Holzstück und dann drehst du den ganz schnell. Genau, könnte ich machen. Bei den Pfadfindern. Warst du eigentlich bei den Pfadfindern früher? Nee, du? Nee. Ich war noch nicht mal im Ferienlager. Damals ich auch nicht. Im Ferienlager, Rigo. Damals im Nee, war ich auch nicht. Ferienlager. Nur mit der Feuerwehr oder so, früher als Kind. Aber das war ja. Also Ferienlager, generell Urlaub oder beziehungsweise Ferien und sowas habe ich ja eigentlich immer als Kind mit meinen Eltern verbracht. Das ging ja zum Glück, die konnten ja normal Urlaub nehmen. Hat ja alles funktioniert. Dann waren wir auf Achse unterwegs, waren wir. Der Rico hat die halbe Welt schon gesehen. Sozusagen. Cottbus, Cottbus Vorstadt. Berlin. Spremberger Vorstadt. So viel. Nee, ich war echt schon in ein paar Ländern, aber leider. Ja, ich war echt schon in ein paar Ländern, aber leider habe ich noch nie Europa verlassen, ey. Scheiße, ich will unbedingt nach Amerika. Das ist echt mal so richtig mein Traumurlaubsziel. Irgendwo hier Kanada, sowas. So 3 Wochen Kanada durch die Gegend fahren mit dem Wohnmobil, sowas. Das wäre übelst geil. Was eigentlich Rentnerplan, glaube ich, aber das wäre für mich jetzt als 24-Jähriger, wäre das für mich übelst interessant. Würde ich gerne machen. Kannst du das nicht bezahlen, die Scheiße? Kannst du schon, musst du nur einen Kredit aufnehmen. Ja, einen Kredit für den Urlaub, super. Anton nimmt einen Kredit für ein Auto, du nimmst halt Kredit für den Urlaub. Genau. Sei froh, dass du kein Auto hast. Oh ja. Also bin ich wirklich froh, wenn ich ja, wisst ihr nicht, Fuzzi sehe oder was auch immer, was die teilweise so viel Ausgaben beim Auto haben, wenn sie es so erzählen. Also ganz ehrlich, ich brauch's ja auch nicht. Arbeit um die Ecke, Stadt um die Netto, Ecke. Netto, Netto, hallo, du guckst auf Netto. Ich guck auf Netto, ich brauch bloß über die Straße einmal rüberspringen, Schritt zurück. Du schickst deine Katze los, die Milch holt. Zieht Milchpacken hinterher. Also es ist übelst okay eigentlich. Und eine Straßenbahnhaltestelle. Ich hab alles da, ja. Das stimmt. Direkt. Obwohl ich ja einen Führerschein hab, ne? Ich hab ja einen Führerschein. Ja, aber du fällst ja quasi aus deiner Haustüre raus, ja. Und fliegst quasi gegen die Scheibe von der Haltestelle. Das stimmt. Das stimmt. Und die Bahn, ne? Ich häng hier fast vor der Arbeit direkt. Springe ich raus und fall dann durch die Tür in die Arbeit rein. Das ist echt ziemlich lucky. Auch damals Berufsschule alles war ja genauso. Bus fährt fast vor der Tür los, hält fast vor der Berufsschule vor der Tür. War echt ein Traum. Hatte ich Glück. So, Boom, was machen wir hier noch? Ihr ewiges Smalltalk. Scheiße, ich stehe hier ewig auf dem Berg und warte auf dich. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht, aber habt ihr Pech gehabt, so. Schön Aufnahmezeit. Ich muss ja auch mal langsam Videos raushauen. Wenn wir jetzt 3 Folgen, wie ich auf dem Berg stehe. Mir doch egal. So. Ich hab, ich hänge. Bei mir hängt's. Bei dir hängt's. Wenn er hängt, dann hängt er. Im Schritt, nicht nur da. Nee, nee, hier im Ladebildschirm, mehr nicht. Ach, Mann. Ach, was ist denn jetzt hier kaputt?
Ja, sehen wir mal, wie der Fuzzi auch in die Aufnahme kriegen. Das ist auch mal so eine Sache. Ja, müssen wir rausschneiden und einfügen. Und einfügen halt. 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 Ich mach mal kurz einen Cut, muss mal schauen, was da los ist. Und einfügen halt. Und einfügen halt. Ja, cool. Musst du dann einfügen halt. Musst du dann einfügen. So, ich probier's jetzt nochmal. Ja. Ja, bei mir hat sich Teamspeak aufgehangen, also Boom nicht. Das lag wieder mal an meine Programme hier, an meine Geschichte. Ich muss echt mal mein Windows neu machen, das ist furchtbar. Ja, mach mal dein Windows neu hier. Ich hab nur Schiss in den ganzen Programmen. Hier sind so viele Programme, die sind alle so schön eingestellt und gemacht und ich hab keinen Bock drauf. Dann solltest du vielleicht überlegen, Windows auf eine andere Partition zu machen. Das mache ich beim nächsten Mal definitiv. Beziehungsweise eine komplett andere, eine SSD holen fürs Windows oder so. Ja. Ich habe ja echt viel Platz, ich muss das echt nochmal teilen und nur das blanke Windows haben am besten. War echt ein Fehler, da die Programme mit auf diese Partition draufzulegen, ist natürlich dumm, aber naja. Oder dann die Programme meist am anfälligsten sind, ne? Naja. Warte mal. Noch eine Kuh. Ach Leute, ihr seht nicht so viel von Epoch gerade, ich weiß. Es geht auch gleich weit. Ob ich da. Komm, ich gehe da jetzt schon mal hoch, meine Güte. Dann können wir auch, wenn da nichts ist, können wir wieder runtergehen. Da braucht Boom nicht mit hochkriechen jetzt. Gehen wir hier schon mal gucken, was da abgeht. Meine Güte. So. Ja, Boom, so, ich habe mich mal entschieden. Ich gehe schon mal einfach jetzt hoch. Ja, ich hab schon gehört mit dem Uhr. Ich hänge jetzt hier schon bei Wait for Horst jetzt. Ja. Hatte ich vorhin auch leider das Problem. Musst du ein paar Mal probieren. Ach, also manchmal da könnte ich ja echt. Kotzen hier. Kötten so. Mal, ne? Das Spiel. Jetzt führt ja eine Plattform lang. Jetzt, ich hoffe, hier darf ich wirklich. Kann ich echt lang laufen? Hier ist eine Leiter. Aha, da könnte ich hoch. Unlock Door. Ja, um Erlaubnis fragen. Bucket. Oh, ich kann ja die Türen aufbrechen. Ich könnte ja. So, was könnte das für ein Key sein? Drei Zahlen. Nimm mir mal drei Zahlen. Eine Reihenfolge, eine Zahlenfolge. Vielleicht haben wir Glück. 666. 666, gut. Gucken wir mal da mal. 6. 6. 6. Unlock. Huch. Wrong code. Wait for 20 seconds. Und mein Typ hat sich auf den Boden geschmissen. Oh. Jetzt, Alter. Das ist sehr authentisch, sehr realistisch auf jeden Fall. Wenn ich einen Pin irgendwo falsch eingebe, falle ich erstmal auf den Boden und kann 20 Sekunden nicht aufstehen. Das ist auch bei der Sparkasse auch so, wenn ich mir schnell Geld abheben will und falsch Pin eingebe, falle ich erstmal auf den Boden. Ey, ne. Hier kann man echt ab. Hier ist eine Leiter, da kann man echt Upgrade machen und bla. Das ist ja cool. Das ist ja. Hier Upgrade Block Doorway. Ja, natürlich kann ich nichts machen, weil ich nicht die nötigen Ausrüstungen habe. Ausrüstung habe. Das ist ja geil, da wurde echt eine Basis an dem Felsenrand gebaut, was man dann. Das ist cool. Aber man müsste sich viel mehr damit beschäftigen. Das ist der Hammer. Ich will gar nicht wissen, was man alles für Kacke machen muss, um sowas überhaupt zu bauen. Das weiß ich doch alles nicht. Scheiße. Also wir können dann, ich komme wieder runter. Wir können eigentlich wieder runter. Das ist wirklich ein Betonklotz mit einer verschlossenen Tür. Okay, so. Ja, klauen können wir leider nichts. Ein dreistelliger Key. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich? Von 0 bis 9 mal 3 auf 3 mal gedreht. Nee, auf 9 mal gedreht. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall genug. Oh, ich muss pinkeln. Scheiß Kaffee vor der Aufnahme. Ich mache immer denselben Fehler. Das ist, wenn wir früh aufnehmen oder Vormittag. Trinke ich immer Kaffee und dann. Uiuiui. Ja, sei froh, jetzt ist es schon später geworden. Ja, stimmt. Wir wollten ursprünglich war grob mal die Zeit auf 8 Uhr angesetzt. Jetzt ist es 11:45 mittlerweile. Und spielen gerade mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so. Eine halbe Stunde. Hm. Warte mal, ich muss irgendwie weiter rüber. Bist du drauf? Ah, zeigt mal einen vollen Ladebildschirm an und ich hatte schon mal Vögelgezwitscher. Also. So, hier sind wir wieder nach einer ewig langen Wartezeit, zumindest für mich.
Boom kommt leider nicht mehr auf dem Server, beziehungsweise das sieht man unten links gerade. Viele kommen nicht auf dem Server. Die haben eigentlich dieselbe Fehlermeldung und fliegen alle beim Connecten. Das heißt für uns leider, wir müssen entweder den Server wechseln oder das mit Epoch erstmal gänzlich lassen. Wenn wir einen Server wechseln, ist natürlich die Sache, wir sind nicht mehr hier und haben auch diese Ausrüstung natürlich nicht. Wir sind dann irgendwo woanders. Also wenn wir einen Server wechseln sollten, dann nicht wundern, warum wir auf einmal ganz woanders sind mit ganz anderem Zeugs. Das liegt dann halt daran leider. Habe ich gerade Zombies schreien hören? Nö. Entschuldigung, ich wollte nicht so laut sein. Achso. Gut, tut mir ein bisschen leid, da konnte man leider jetzt nicht so viel zeigen, aber beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Natürlich, Optimismus FTW. So. Juhu! Also bis dann, haut rein, tschüss! Tschüss!